Mein Name ist Jenny Dilzen, ich bin Kunsthistorikerin und habe jetzt die letzten 3 Jahre am Hamburger Bahnhof gearbeitet und habe die wissenschaftliche Projektleitung gemacht für ein großes Museumsprojekt. Ja, ich hatte die Ausschreibung für das Fellowship gelesen und es geht darum, die Geschichte der Kunstwerke in Berlin aufzuarbeiten und eben auch gleichzeitig ein Archiv dieser Geschichte aufzubauen. Da wusste ich, das ist tatsächlich auch genau das Richtige für mich. Ich muss sagen, ich fand es besonders spannend, hier zu sein im PS1. Weil es zwischen dem PS1 und den KW in Berlin so viele Parallelen gibt. Ich habe das Volkswagen Fellowship ja im November 2018 angefangen. Das heißt, ich bin inzwischen auch schon ein paar Monate dabei. Und das Erste, was ich gemacht habe, war mit einer Bestandsaufnahme anzufangen und überhaupt zu gucken, wo sind die Sachen. Und da mir gleichzeitig zu überlegen, okay, und wie ordne ich das und was brauche ich dazu alles und wo bekomme ich das her? Mich auch, weil ich Kunsthistorikerin bin und keine Archivarin, gleichzeitig auch zu informieren über zeitgenössische Archivpraktiken. Und ich habe mir gleichzeitig überlegt, was eigentlich meine Fragestellung und mein Interessenschwerpunkt ist an diesem Projekt. Es gibt so 2 Sachen, die ich wirklich gerne mache. Und das eine ist Forschung und tatsächlich auch Forschung an bisher unerforschten Gegenständen. Und das andere ist aber auch Strukturen aufzubauen, die nachher funktionieren und die halt eben auch immer wieder sich bewähren an verschiedene Herausforderungen.